erzähle euch die Geschichte von unserem Chef, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm in der Dunya und in der Akhira barmherzig sein. Er war einmal auf dem Weg von Mekka nach Medina. Und sie haben nicht das Auto, beste Auto bekommen. Das heißt, sie sind mit jemandem mitgefahren und das Auto war mehr als schäbig gewesen. Das heißt, man sollte es am liebsten etwas reparieren, bevor man überhaupt damit losfährt. Und so sind sie gefahren in diesem Auto Richtung Medina. Und als sie gefahren sind, drohte das Auto zu stürzen. Und ihr wisst, manchmal kommt auch eine etwas bergige Landschaft zwischen Mekka und Medina. Dann, als diese Leute, die im Auto mit unserem Scheich saßen, gesehen haben, dass die Gefahr vor ihren Augen ist, sagte einer, wir werden sterben, wir werden sterben, in lauten Wörtern. So drehte unser Scheich sich zu ihm um und sagte, na und? Na und? Und ich sage euch, na und? Und wir werden sterben. Und dann? Willst du hier weiter verweilen? Willst du hier deine Zeit vergolden, o Diener Allahs? Wallahi al-Azim, wüssten wir, was der Lohn bei Allah ist, niemand von uns wäre noch nur eine einzige Minute hier in dieser Dunya. Niemand. Und die Besten, die es gewusst haben, waren wer? Die Propheten, alayhimus salatu wassalam.